Grenzen. Und ganz besonders begrüßen wir viele, viele kleine Besucher, viele Kinder, die heute da sind zum großen Finale der Osterei-Rallye. Und ja, immer wieder erstaunlich, wenn man hier hereinschaut, ein volles Haus, viele, viele Kinder und große Kinder, kleine Kinder, die da mitgemacht haben bei der Osterei-Rallye heuer schon, ich weiß nicht zum wievielten Mal, also fast zum 100. Mal gefühlterweise. Die Osterei-Rallye hat eine große Tradition. Heinz Achatz, der Südpark-Manager, und für ihn, meine Damen und Herren, einen tosenden Applaus. Servus, lieber Heinz, immer wieder erstaunlich, welche tollen Frisuren er sich einfallen lässt, wenn er hier auf der Bühne steht. Lieber Heinz, wir freuen uns sehr, Osterei-Rallye zum wievielten Mal heuer schon? Zum 9. Mal. Zum 9. Mal, nächstes Jahr großes Jubiläum. Ja. Und dennoch haben wir auch heuer wieder viele, viele tolle Preise. Aber bevor wir die genau verraten, ein paar stehen ja auch schon hier, wollen wir noch einmal zurückblicken auf die letzten beiden Tage. Da war ja richtig der Bär los im Südpark. Zuerst einmal einen wunderschönen guten Tag hier im Südpark. Wir haben insgesamt in 2 Tagen 8500 Ostereier im Südpark versteckt. Ja, liebe Kinder, liebe Leute, wir haben auch heuer wieder einige hundert Sofortpreise zur Verfügung gestellt und sind natürlich immer gerne bereit, bei so Sachen mitzumachen. Und ich habe noch symbolisch und auch als Gewinn noch einen Lean-Pass mitgebracht. Jetzt muss ich mal fragen, wer will den gewinnen? Ja, da haben wir schon ein paar. Da werden wir nachher gleich einen ziehen und der wird ihm nachher wahrscheinlich gewinnen. Dreimal ein Jahresticket vom Strand Bad Meiernick. Dankeschön, lieber Pauli. So, jetzt wäre natürlich die gemeine Frage, wer kommt alles aus Klagenfurt? Der kleine Markus ist auf dem Weg zu uns und gewinnt also ein Jahresticket. Dann darf ich nur noch deshalber fragen, damit wir also hier auch wissen, dass die richtigen Leute hier sind. Wann ist der Markus geboren? 21. Dezember 2013. Jawohl, 21. Dezember 2013 ist richtig. Damit der erste Gewinnpreis für den kleinen Markus. Und Applaus für Markus Ueinig aus Klagenfurt. Wer gewinnt die nächste Jahreskarte vom Strandbad Meiernick? Und diesmal geht es in die Feuerbachgasse, gleich um die Ecke, 23, wenn ich das richtig lese, Samuel Kafkunovic. Also für uns natürlich alles streng notariell überprüft. Und der Thomas mischt wieder durch. Und die Anna. Dann kommst du einfach zu uns, wenn dein Bruder nicht da ist, und nimmst du es für deinen Bruder entgegen. Bitte einfach zu uns. Applaus auch für den jungen Mann. Wie heißt du? Passt. Martin, du gibst es aber deinem Bruder weiter, gar nicht selber behalten, gell? Ja. Schon wieder die Familie Ruprechter, aber sie haben mit mehreren Kindern gespielt, damit haben sie die Chance zu gewinnen. Carmen Ruprechter wäre jetzt in dem Fall die Gewinnerin, wenn sie denn da ist. Gut. Carmen Ruprechter wäre die nächste Gewinnerin. Ja, passt, für die Tochter. Passt. Ist es ihre Tochter? Carmen Ruprechter-Billy, das ist meine Tochter. Oh, wie heißt sie? Michelle. Die Michelle. Dann frage ich noch ganz kurz nur das Geburtsdatum. 6.3.09. Jawohl, 6.3.2009. Die Michelle hat gewonnen. Und liebe Michelle, kommst du zu uns? Und einen Applaus für Michelle. Darf ich gleich weiterreichen? Dann haben wir noch 3 Kinder Fahrräder. Dann geht's langsam um die Wurst. 4 Preise warten uns schon. Wir jubeln und gewunken und alles, was dazugehört. Sehr schön. Anja Ilaunik, noch ein kurzer Test. Wir haben fast am gleichen Tag Geburtstag, wenn es denn stimmt. Wann hat sie Geburtstag? Wofür planieren wir jetzt den 22. Oktober 2010? 2010, das ist ganz genau richtig. Einen kräftigen Applaus für die Anja. Und zwar gewonnen hat diesmal aus Grobaden, kommt die Familie. Ist da jemand aus Grobaden? Noch zeigt keiner auf. Katharina Ettinger, zufälligerweise da. Katharina Ettinger. Ah, oh, oh, da kommt sie ja. Hallo, hallo. Servus, Katharina. Wann bist du geboren? 20. April. 20. April ist richtig. 2007 steht da. Gratulation.
an die Katharina. Bravo. So, Dankeschön nochmal an die Lena, Dankeschön an den Daniel, habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Ja, und jetzt kommen wir dann zum Hauptpreis. 1.500 Euro von Modefussel. Dankeschön, liebe Fabien. Ist jemand hier aus Köttmannsdorf? Oh. Hallo. So. Wer hört auf den Namen Tom? Ja. Okay, dann sagen wir es gleich. Tom Stadtmann wäre jetzt der Gewinner. Also noch dürfen alle hoffen. Aha, da kommt jetzt jemand zu uns. Okay, wird zu uns kommen. Bitte herkommen. Okay. So, du sagst, das ist dein kleiner Bruder. Wann ist er geboren? Am 31.10.2006. Richtig. Richtige Antwort. Aber noch nicht davonlaufen, bitte. Ich darf euch alle bitten, einen kräftigen Applaus. Und wie heißt du mit Vornamen? Lena. Spiel deinen Namen. Lena. Dena, Entschuldigung. Und der Bruder ist nicht da? Nein, der hätte nicht kommen können. Nicht kommen können. Bist du ganz alleine da? Mit meiner Mama. Mit der Mama, okay. Dann darf ich einmal gratulieren zum Hauptpreis von 1.500 Euro. Damit können Sie jetzt fest einkaufen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht einmal noch ein paar Sachen für Ostern schauen oder auf einmal oder einkaufen. Ja, also Ostern gibt es für allen was und hat echt schöne Sachen und ja.